Der letzte Tag vor der Pensionierung geht wohl an niemandem spurlos vorbei. Erst recht nicht, wenn man einen Beruf wie Paul Brunner ausgeübt hat. Mehr als 30 Jahre war er Hubschrauberpilot, hat mit dem Christophorus Unfallopfer in die Spitäler gebracht. Und das oft unter widrigsten Wetterbedingungen. Ein Job, bei dem jede Minute zählt. Jetzt hört die Pilotenlegende auf und geht in den Ruhestand. Die meisten Menschen haben in ihren Garagen ein Auto oder ein Motorrad stehen. Nicht so hier in Kneixendorf, wo hinter dem Tor der ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus II geparkt ist. Seit 1983 fliegt dieser Mann in seiner roten Lederjacke für die gelben Engel, die in diesem Fall wirklich aus der Luft kommen. Und bei 11.188 Einsätzen gibt es natürlich auch einen, der besonders in Erinnerung bleibt. Das war 1984-85 herum, ist ein kleines Kind in einen Swimmingpool geflogen, war klinisch tot, wurde durch den Notarzt reanimiert und fährt jetzt beim Roten Kreuz als freiwilliger Mitarbeiter. Brunner, der in Leoben geboren wurde, ist von Anfang an mit dem Aufbau der Christophorus-Stützpunkte betraut und lernt im Laufe der Jahre auch viele Persönlichkeiten kennen. Neben seiner fliegerischen Leistung ist Brunner aber auch etwas anderes wichtig. Er hat auch geschaut, dass es kulinarisch passt und hat einmal bei einem Einsatz für uns Wurstsemmeln bzw. Fleischsemmeln organisiert, während wir gearbeitet haben. Und die hat er uns am Sitz gelegt und wenn wir zurückgekommen sind, haben wir uns halt dann sehr gefreut, dass wir da eine Kleinigkeit zum Essen hatten. Ein fanatischer Flieger, ein liebevoller Steirer und ein irrsinnig guter Kumpel. Auch in den kritischen Situationen hat er eigentlich immer die Ruhe bewahrt, hat Ruhe ausgestrahlt, hat Ruhe in eine kritische Situation hineingebracht. Das, was unser aller Ziel ist und einfach ein Profi durch und durch. Selbst entscheiden zu können, wann mit der Fliegerei Schluss ist, darüber freut sich der heute 64-Jährige besonders. Und der Pension sieht er auch sehr gelassen entgegen. Morgen werde ich, wie an jedem ersten Tag, an dem ich dann frei habe, ein bisschen länger schlafen und dann die Dinge erledigen, die zu erledigen sind. Und zu erledigen gibt es bekanntlich immer.